Jetzt im Sommer wachsen auf den Wiesen wieder allerhand Heilkräuter, wie zum Beispiel der Spitzwegerich. Und was man damit so alles machen kann, das lerne ich jetzt bei einer Wildkräuterwerkstatt im Diözesanmuseum. Hi, ich bin Annika. Hi, ich bin Theresa. Du machst heute den Workshop, oder? Genau, ich leite heute den Workshop mit Wildkräutern. Cool, ja, hier hat sich schon alles aufgebaut die Tische auch sind gerade im Entstehen. Wir sind jetzt im Diözesanmuseum, also im ehemaligen Karmeliterkloster in Rottenburg. Wie passt das denn zusammen, Wildkräuter, Heilkräuter und das Kloster hier? Oder wir kennen alle diese Klostergärten, die es schon seit es eigentlich Klöster gibt, die wir hier auch erkennen können in ganz Deutschland, in ganz Europa. Und da gibt es eben einmal Wildkräuter und dann auch Heilkräuter, die angepflanzt wurden. Bis vor mehreren Jahren war es meistens so, dass die zum Beispiel nicht mehr ganz so gut ausgestattet waren, aber das kommt wieder. Auch jetzt hier habt ihr auch wieder einen neuen Klostergarten angelegt, dass einfach das Interesse wieder da ist und dass die Leute eben auch mehr Lust bekommen, dann zu schauen, was wächst denn hier, was kann man alles machen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir so machen und dass die anderen kommen. Ja, doch, ich bin auch sehr gespannt auf unsere Teilnehmenden und ich freue mich total auf den Workshop. Dann geht's los. Erkennt ihr, was da alles auf dem Tisch steht? Wir machen heute die nächsten 2,5 Stunden den Wildkräuter-Workshop. Wir machen heute zusammen 4 verschiedene Kräutersachen. Und zwar einen Wildkräuteressig, eine Mückenstichtinktur, Kräutersalz und ein Sommeroxymehl. Ich dachte, wir starten dann gleich mal mit einem Quiz. Das ist schon Aufgabe, da bin ich mir ziemlich sicher. Süßdeutsche Spitzwegerich natürlich. Rhein van Mäde, Süß, Johanniskraut, Wiesenlabkraut. Oh. Das ist Gelbe. Es war das Johanniskraut. Theresa erklärt uns die Kräuter nochmal. Die Schafgarbe, das wird auch genannt Augenbraue der Venus. Und das ist einfach, weil sie so ganz zarte Blättchen hat. Und wenn ihr das probiert, die schmeckt relativ bitter. Und? Schmeckt es bitter? Schmeckt bitter, aber nicht so ganz gut. Und dann geht die Werkstatt los. Dann fangen wir an mit dem Kräuteressig. Das heißt, jeder darf sich hinten eine Flasche nehmen und darf sich eben auch schon ein paar Kräuter abzupfen. Wenn ihr das sehr stark gefärbt haben möchtet, dann ist es so, dass ihr am besten eben nur diese blühenden Teile reinmacht. So, das reicht schon. Genau, wer möchte, kann das auch gerne reinmachen. Hat natürlich auch Wiesensalbe, wenn ich das richtig erinnere. Das sieht doch schon mal hübsch aus. Aber ich glaube, es ist noch nicht genug. Ich mache jetzt noch ein paar Kornblumenblüten rein. Und einen Rotklee. Also früher hat man gesagt, hier die Blüten zupfe ich nochmal auseinander. Da sagt man eher an einen warmen Ort und dann aber dunkel lagern. Nach 2 bis 4 Wochen könnt ihr die Blüten dann absieben. Bis dahin jeden Tag einmal gut schütteln, sonst fängt es an zu schimmeln. Etwa 1 Jahr lang könnt ihr den Essig verwenden. Weiter geht's mit unserem Spitzwegerich. Wenn man eben jetzt keine Lust hat, die ganze Zeit nach einem Spitzwegerich zu suchen, wenn man gerade einen Mückenstich hat, dann kann man sich auch einfach so einen Mückenstich-Roll-On machen. Und zwar, ihr schnappt euch da einfach dann so ein Gläschen und macht dann die Hälfte davon mit dieser Spitzwegerich-Tinktur. Und die Hälfte, ihr könnt entscheiden, ob ihr entweder ein Jojobaöl oder ein Aprikosenkernöl haben möchtet. Die sind beide super pflegend für die Haut. Dann könnt ihr noch 1-2 Tropfen ätherisches Öl reinmachen. Und dann habt ihr schon euren Mückenstich-Roll-On. Das riecht gut. Das liegt jetzt an dem ätherischen Öl, das noch drin ist. Ganz schön viel Neues zu lernen. Ich frage mich, was die anderen Teilnehmenden normalerweise so am meisten erstaunt. Ich habe sie überrascht, dass einfach die Sachen sehr intensiv schmecken, dass man einfach diesen Aha-Effekt hat, dass es wirklich so einfach ist und dass man gar nicht viel machen muss und dann einfach diese Pflanzen verwenden kann, auch für sich selber. Also es ist ja nicht nur dieses, ich gehe in die Apotheke, weil ich krank bin, sondern wirklich auch, ich kann das von der Natur nutzen, auch wenn ich gesund bin. Einfach, weil es super schmeckt. Damit kommen wir zum Kräutersalz. Theresa erklärt uns, dass wir dafür am besten Ur- oder Meersalz, kein Jodsalz verwenden. Ich fange mit Oregano an. Das Pinke haben
Oh, das riecht mega gut. Also ich hab schon Lust, das auf meine Pizza zu streuen. Okay. Ich glaube, so reicht das mal. Das ist Oregano-Salz. Und das ist die erste Schicht. Ringelblume. Nicht so viel Salz, sonst dauert es zu lang zu mörsern. Nochmal so. Es sollte jetzt schön gelb werden. Sieht sehr hübsch aus. Ist auch schon fertig. Okay, Schicht Nummer 2. Das ist auf jeden Fall Armmuskeln, wenn ich das öfter mache und öfter verschenke. Und die letzte Schicht, das ist der Giersch. Das wird oft grün, aber ein bisschen heller als der Oregano. Aber vielleicht war es diesmal auch einfach mehr Salz und weniger Giersch. Okay. Fertig. Sieht hübsch aus. Ist wie ein kleiner Regenbogen aus Salz. Als letztes lernen wir was Gutes fürs Immunsystem kennen. Wir möchten ein Oxymel machen. Und ein Oxymel, das ist ein Sauerhonig, der wird schon ganz lange verwendet, einfach dafür, dass ihr so ein bisschen immunstärkend, je nachdem natürlich, was ihr reinhaben wollt, ist. Und entweder ihr könnt das einfach morgens pur essen, das ist so ein bisschen süß-säuerlich, ich finde es eigentlich ganz lecker, oder ihr macht es einfach in euer Salatdressing mit rein. Und dann habt ihr einfach diese ausgezogenen Pflanzenextrakte noch mit drin und habt dann immer noch ein bisschen von diesen Mineralstoffen und Vitaminen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte ein Erkältungsoxymel, dann nehmt ihr einfach die Sachen, die hinten dran stehen für diesen Erkältungstee. Die Hälfte etwa besteht aus einem Apfelessig und die andere Hälfte, die besteht aus einem Honig. Und dann habt ihr ein super feines Oxymel, das zieht etwa 2 bis 4 Wochen an einem dunklen Ort aus, auch wieder warm. Täglich schütteln nicht vergessen, damit eben auch kein Schimmel rankommt. Dann könnt ihr das wieder absieben und beschriften. Sonst wisst ihr am Ende nicht mehr, was da überhaupt drin ist und wann ihr es gemacht habt. Am Ende will ich von Theresa noch wissen, was sie den Leuten mit ihrer Arbeit mitgeben möchte. Ich möchte vor allem mitgeben, dass sie die Natur zu schätzen wissen oder das kennenlernen. Weil ich denke immer nur, das, was man kennt, das schätzt man auch. Und das, was man schätzt, das schützt man ja auch. Und das finde ich immer so toll, wenn dann Leute einfach nach so einem Workshop mit offenen Augen vielleicht auf ihrem Weg dann nach Hause gehen und dann nochmal das Revue passieren lassen und dann einfach ein Buch zur Hand nehmen, sich mehr informieren, merken, wie toll, was es da einfach noch alles gibt. Schaut doch dafür mal in Theresas Bestimmungsbuch. So, wir sind jetzt fast fertig und ich habe ein Kräuteressig gemacht, ein Sommeroxymel, eine Mückenstichtinktur und ein Regenbogenkräutersalz. Ich fand es richtig cool, hat mir voll gut gefallen. Ich habe auch einiges gelernt, was man mit Pflanzen, die einfach auf der Wiese wachsen, machen kann. Zum Beispiel allein, dass man aus Spitzwegerich Tinktur gegen Mückenstiche machen kann, das war mir neu. Und auch, dass man Kräutersalz so einfach herstellen kann. Im Diözesanmuseum findet ihr auch weiterhin viele tolle Angebote, zum Beispiel jetzt hier für die Festwoche, aber auch Ausstellungen und viele Wildkräuter auf den Bildern. Geht doch mal auf die Suche.